80 engagierte Ehrenamtler, die in der IHK zu Schwerin seit mehr als 10 Jahren tätig sind, wurden am Montag mit der Verleihung der silbernen Ehrennadel geehrt. Die Ehrung übernahmen IHK-Präsident Matthias Bilke und Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Unter den Geehrten befanden sich Berufsschullehrer und Unternehmer, die in Prüfungsausschüssen, Facharbeitskreisen oder der Vollversammlung der IHK ehrenamtliche Arbeit leisten. Ich denke, das Ehrenamt ist eine der wichtigsten Säulen überhaupt, dass eine Industrie- und Handelskammer funktionieren kann. Wir haben sehr viele Ausschüsse, 15 Ausschüsse. Wir haben über 1000 Prüfer hier im Kammerbezirk Schwerin, die für uns tätig sind. Und ich halte diese Veranstaltung heute Nachmittag hier für sehr wichtig, damit auch das Ehrenamt merkt, wie wichtig uns ihr Engagement hier im Kammerbezirk auch ist. Derzeit bereitet die IHK zu Schwerin eine neue 5-jährige Berufungsperiode für Prüferinnen und Prüfer vor.